der 18-Jährige aus Buenos Aires. Die begleitet von Peter Bellinger, dem Oberschiedsrichter in Australien, der keine Mühe hatte, dieses olympische Turnier über die Bühne zu bringen. Wir waren in den vergangenen 2 Wochen vom Glück verfolgt, was das Wetter angeht. Nicht einen Tag ist verregnet hier. Alle Spiele sind zeitgerecht absolviert worden. Das ist die Weltranglisten-Erste. Steffi Graf seit dem 16. August 87 nimmt sie diese Position ein. 19 Jahre alt, sie stammt aus Brühl in Nordbaden, ein Städtchen in der Nähe von Mannheim. Das obligate Foto vor dem Finale. Wir sehen hier noch die Schulter von Gabriele Sabatini, jetzt der Schwenk hier hinüber. Die hübsche junge Dame aus Buenos Aires, beide, das sieht man etwa gleich groß. Gute 1,75, 76. Das sind die beiden Spielerinnen, die hier am meisten beeindruckt haben und damit völlig zu Recht in diesem olympischen Finale stehen. Steffi Graf war an Nummer 1 gesetzt. Ihr Weg führte über Leila Meschki aus der Sowjetunion. Erste Runde 7:5, 6:1. Das heißt, das war für sie die zweite Runde. In der ersten Runde hatte sie freilos. Es folgte in der dritten Runde die Französin Catherine Suire. Ein klarer Erfolg für Steffi mit 6:3, 6:0. Und dann kam das Problem-Match im Viertelfinale, als es schon um Medaillen ging. Larissa Savchenko bereitete der jungen Dame aus Brühl große, große Schwierigkeiten. Ein Dreisatzmatch, die Petrusik führte mit 3:1 im dritten Satz. Bei 3:2 hatte sie 30:0 und eigenen Aufschlag. Und ein Doppelfehler leitete dann den Umschwung ein. Und Steffi gewann diesen dritten Satz noch 6:3. Im Halbfinale dann eine überzeugende Leistung. Grandioses Tennis von Steffi Graf bei dem 6:2 und 6:0 über Sina Garrison. Ebenso überzeugend kam Gabriela Sabatini in dieses Finale. Im Halbfinale ebenfalls ein klares 6:1, 6:1 über die Bulgarin Manuela Malieva. Die Schönheit aus Südamerika hat ihre größte Mühe in der dritten Runde gegen die Münchnerin Silvia Haneke, als sie den ersten Satz mit 1:6 abgab, sich dann aber taktisch besser einstellte und die nächsten beiden mit 6:4 und 6:2 an sich brachte. Gabriela Sabatini, das sei so nebenbei bemerkt, war beteiligt an einem olympischen Tennisrekord. In der ersten Runde des Damendoppels spielte sie mit ihrer argentinischen Partnerin Mercedes Paz gegen die Kanadierin Jill Hetherington und Carling Bessig-Seguso. 63 Spiele, sie unterlagen mit 6:7, 7:5 und 18:20. Dies wird in die Statistik eingehen. Die letzten Schläge zum Aufwärmen, das ist ein Ritual, das immer gleich erst absolviert wird. Zunächst von der Grundlinie, dann die Volleys, die Schmetterbälle. Der Vollständigkeit halber noch die 2 weiteren Gegnerinnen, die Gabriela Sabatini aus dem Wege zu räumen hatte. Das war in der zweiten Runde. Auch sie hatte in der ersten Runde freilos. In der zweiten Runde Sabrina Gulis, Jugoslawien mit 6:1, 6:0. Und im Viertelfinale schaltete die Argentinierin, die Sowjetrussin Natalia Zvereva mit 6:4, 6:3 aus.
Wie stehen die Chancen für Steffi Graf? Man muss sie natürlich leicht favorisieren, nimmt man die Bilanz. Aber die extremen Topspins von Gabriela Sabatini sind Schläge, die Steffi Graf möglicherweise in Schwierigkeiten bringen. Vorteile bei der Deutschen in der Physis, in der Kondition. Und hier haben wir die Schiedsrichterin Jane Tabor aus Großbritannien, der die Ehre zuteil wird. Das erste Damenfinale nach 64 Jahren olympischer Pause zu leiten. Vergleichen wir einmal die Stilarten und die Schläge beider Spielerinnen. Beim Aufschlag vielleicht kleine Vorteile bei Steffi Graf, die den härteren Aufschlag wohl hat. Vielleicht auch eine größere Quote an ersten Auflegen ins Feld zu bringen, in der Lage ist, aber das wird das Match erst weisen. Vorhand natürlich Steffi Graf, bei der Rückhand, da hängt es davon ab, wie stark Gabriela Sabatini ihre Rückhand-Longline einsetzen kann und wie gut Steffi Graf mit ihrem Rückhand-Slice operiert. Am Netz etwa beide gleich stark. Läuferisch Vorteile für die Deutsche. Das sind also die Faktoren, warum man sie favorisieren muss. Was aber nicht gleich bedeutend ist mit dem Sieg. Wie immer bei diesem Turnier hat Steffi Graf sich, wenn sie die Wahl gewonnen hat, für Aufschlag entschieden. Und das wird in wenigen Augenblicken sein. Auch hier noch einmal die letzten Vorbereitungen, vor allen Dingen der zweite Aufschlag wird ausprobiert. Rhythmus finden ist die Parole. So, Mrs. Tabor bittet um Ruhe. Beginn des olympischen Tennisfinals der Dame mit Aufschlag Steffi Graf. Die ersten beiden Punkte für die Argentinierinnen. 0:30. Und gleich im ersten Aufschlagspiel 3 Breakchancen für Gabriela Sabatini.
Ball genau auf der Linie. 15-40. Zweite Breakchance vereitelt. Und ein Stand. Da hat die Argentinierin eine große Chance verpasst, ihren vierten Breakpunkt zu erarbeiten. Somit Vorteil für Steffi Graf. Eine Geste der Erleichterung habe ich bei Steffi gesehen. Gerade dieser Spielverlauf mit 0-14 dann doch noch das Spiel an sich zu reißen, muss Auftrieb geben. Die Konzentration nach dem Rückstand von 0-40 war spürbar. 1-0 für die Weltranglisten-Erste. Vielleicht ist es ein gutes Omen für Steffi Graf. Sie hat ja vor 4 Jahren in Los Angeles das Olympische Demonstrationsturnier gewonnen als 15-Jährige. Das war eigentlich der erste Schritt in einer ganz großen Karriere, von der man mittlerweile ja schon sprechen muss. Move to your seats quickly, please. Der Grand Slam. In diesem Jahr insgesamt hat sie schon 28 Grand Prix-Turniere gewonnen. Gabriella Sabatini to serve. Aufschlag Gabriella Sabatini. Das wird die Taktik, die abgesprochene Taktik mit ihrem Vater, mit dem Coach Pavel Slosigl und mit Bundestrainer Klaus Hofsitz sein, Gabriella Sabatini zum Laufen zu zwingen, die Bälle zu verteilen, um sie so zu ermüden. Das war das richtige Rezept, zum Beispiel vor 3 Wochen in Flushing Meadow. Die Zeitlupe umläuft die Rückhand, um den Vorhandschuss anzusetzen. Das ist natürlich eine Chance. Der zweite Aufschlag von Gabriela ist zwar stark angeschnitten, aber meistens relativ kurz. Fifteen.
40-30. Steffi Graf macht dort weiter, wo sie gegen Zina Garrison aufgehört hat. Konzentriert, platzierte Grundlinienschläge. Einstand. Aus. Advantage Graf. Der richtige Ball zum richtigen Moment. Breakchance. Das sind die Stärken der Argentinierin. Diesmal brachte sie mehr Druck nach vorne. Ein langer Vorhandball, der diesen Angriff vorbereitete. Spielball zum 1:1. Der Rückhandslice ist eine ideale Waffe gegen Spielerinnen mit so extremen Topspin-Schlägen, wie sie Gabriela Sabatini hat. Der Ball sprang flach ab. Die Argentinierin kam nicht mehr unter den Ball. Wieder Einstand. Advantage 17.
der fünfte Spielball für die Argentinierin. Nochmal dieser exzellente Vorhand-Return. Ein schwer erkämpfter Spielgewinn, aber zuletzt taktisch klug gemacht, servierte sie den zweiten Aufschlag auf die Vorhandseite von Steffi Graf, die sich schon wieder in die andere Ecke orientiert hatte. Eins beide. Sowas sind für einen Tennisspieler bittere Punkte. Man muss selbst viel laufen, so wie Gabriela Sabatini. War eine gute Chance für sie zum Angriff. Die Netzkante war nicht mit ihr. Beruhigend, dass der Rückhandslice so gut kommt. Oh la la. Die Zeitlupe dazu. Gabriela Sabatini hatte damit gerechnet, dass der Ball auf den Rückhand kommen würde. Jawohl! Das ist mit Köpfchen gespielt. Hier wieder der Stoppball und dann ausplatziert.
Bisher ein sehr schönes Spiel und im Bild sehen wir Kitty McCain, die 92-jährige Londonerin, die 1920 und 1924 die Bronzemedaille im Einzel gewonnen hat, 1920 sogar die Goldmedaille im Doppel. Auch Jean Borotra, der Franzose, der 90-jährige, sitzt daneben als Ehrengäste des Internationalen Olympischen Komitees. Steffi hier zum ersten Male bei dem Olympischen Turnier mit dem Bundesadler auf dem Tennishemd. Vielleicht ein Symbol dafür, dass Tennis in die Olympiamannschaft integriert ist. Sie selber hat sich einige andere Wettbewerbe angeschaut. Das Schwimmen, andere Athleten sind hier bei ihr. Heute Nicole Uphoff zum Beispiel, die Goldmedaillengewinnerin im Dressurreiten. Die Hockeyspieler waren sonst immer hier Stammgäste, aber sie müssen ja heute selber auch antreten im Match um Gold. Aber die Fangemeinde von Steffi Graf ist mit Sicherheit nicht klein. Die Pausen beim Wechsel werden dazu genutzt, Zuschauer in das Stadion zu lassen. Somit entsteht doch einige Unruhe. Die beiden Spielerinnen lassen sich davon nicht irritieren, nehmen das Match wieder auf. Und wer die Atmosphäre von Flushing Meadow kennt, dagegen ist es hier ja wirklich ein ruhiges Unterfangen. Das erste Mal, dass Gabriela Sabatini nach einem Stoppball den Punkt gewinnt. Nummer 1. Das war auch der erste Aufschlag, der Gabriela Sabatini vorhin geholfen hat, das zweite Spiel zu machen. Da hat Steffi Graf offenbar geglaubt, der Ball wird uns ausgehen. 40-0, drei Spielbälle für Gabriela Sabatini zum 2:2. Gabriela Sabatini kommt jetzt öfter nach vorne, will lange Ballwechsel vermeiden, um vielleicht doch ein paar Kräfte zu schonen. Zwei beide.
30 up. Diesmal von 40-0 bei eigenem Aufschlag auf Einstand. Vorhin war das genau umgekehrt, von 0-40 auf Einstand, aber hoffentlich macht sie das Spiel dennoch. Erster Aufschlag kommt nicht. Chance für die Argentinierin. Steffi holt ein Handtuch. Es ist eigentlich nicht sehr feucht hier, die Luftfeuchtigkeit hält sich in angenehmen Grenzen, aber natürlich geraten die Spielerinnen in Schwitzen. Nach 26 Minuten Spielzeit, das erste Break in diesem Damenfinale bei Olympia. Was vorhin für Gabriela Sabatini galt, gilt nun für Steffi Graf. Es ist natürlich bitter nach einer 40-0 Führung. Es waren ein, zwei Punkte, die sie wirklich verschenkt hat. Beide Spielerinnen sind ja, ja, man kann fast sagen, befreundet, soweit das in einem Profisport möglich ist. Rivalität besteht nur auf dem Platz und wenn das Match vorüber ist, springt man wieder miteinander. Beide haben ja in diesem Jahr das Wimbledon-Turnier im Doppel gewonnen. In deference to the players, ladies and gentlemen, please make your seats before the match starts. And please keep quiet. Also das erste Break. Time. Seats quickly, please. Hoffen wir für Steffi Graf, dass sie ebenso wie in dem Halbfinalspiel gegen Sina Garrison, als sie beim Stande von 1-1 ihren Aufschlag abgab,
eine Liebeck schafft. Es ist ja noch relativ früh im Satz. Ich mag noch nicht von einer Entscheidung da sprechen. Die Chance deutet sich an. Jetzt nun einer der Schlüsselpunkte vielleicht bei 15:30. Besonders bedeutsam. Entweder gibt es anschließend 15:40 oder 30 beide. Big Points nennen das die Tennisspieler. Noch einmal zu sehen. Schöner Halbflugball dann und dann entscheidet sich Steffi Graf aus ihrer Sicht leider für einen Crossball. 30 beide. Sie nimmt sich immer sehr viel Zeit, die 18-jährige Spielerin aus Buenos Aires. War gut. Und der war im Aus. Möglichkeit zum Rebreak für Steffi Graf. Der geht jetzt aus und somit ist das Rebreak da. Drei beide.
Anfeuerungsrufe aus dem Publikum auf Steffi. Das siebte Spiel. Das siebte Spiel, 1:0 Spiel für Steffi Graf, die doch ein bisschen frischer wird, trotz dieser langen Saison, die beide Spielerinnen hinter sich haben. Gabriela Sabatini, auch heute ihr 68. Match des Jahres 1988. Drei Turniersiege. Heuer in Boca Raton, in Florida mit dem Finalsieg über Steffi Graf, dann in Rom und zuletzt bei den offenen kanadischen Meisterschaften in Montreal. Eben haben Sie gesehen, ein totaler Blick über dieses Tennisstadion von Seoul. Die Zuschauer strömen nur so hinein, mittlerweile schätzungsweise 8000 schon da. Es hätte verwirrende Informationen in den Zeitungen gegeben, da hieß es da und dort, es werde zunächst das Herren-Doppelfinale gespielt, aber es stand schon lange fest, dass der Abschlusstag im Tennis bei Olympia mit dem Damen-Einzel anfangen würde, so wie wir es jetzt auch erleben. Diesmal ist der Crossball erfolgreich. Ich meine, Gabriela Sabatini läuft schon ein bisschen schwerer als zu Beginn des Matches. 36 Minuten haben wir gespielt, hier noch die Zeitlupe. Steffi Graf nutzt das aus, spielt mal einen kurzen Ball dazwischen. 0:30. Zunächst einmal Steffi Graf überrascht, dass sie auf die Vorhand servierte, der Return mehr ein Notschlag und dann war Gabriela überhastet. Drei Breakchancen für Steffi. Viele waren der Meinung, dieser Ball sei ausgewiesen, aber da gibt es das Infrarotgerät, das die Linie mit Infrarotstrahlen überwacht. Keine Reaktion.
Der zweite Break nacheinander für Steffi Graf. 5:3 Führung nach 38 Minuten. Der Ball touchierte die Netzkante, deswegen wird der erste Aufschlag wiederholt. Jetzt nicht nachlassen in der Konzentration. 2 Punkte fehlen noch zum Satzgewinn. Nach 40 Minuten Spielzeit, 2 Satzbälle für Steffi Graf. Jubel im Tennisstadion von Seoul. Mit einem Ass beendet Stefanie Maria den ersten Satz mit 6:3. Das haben wir hier noch einmal gesehen. Der halbe Weg zum olympischen Gold ist zurückgelegt. Natürlich haben wir in Kollegenkreisen diskutiert und Prognosen gestellt. Und wer sich nicht festlegen wollte auf irgendeine Spielerin, sagte, diejenige, die den ersten Satz gewinnt, gewinnt auch das Finale. So gesehen doch eine Festlegung und nun Deutschland, Deutschlandrufe von Schlachtenbummlern. Es ist eine kleine Kolonie, die da Argentina ruft, aber nach meinem Eindruck hat schon Gabriela Sabatini einige Substanz gelassen in diesem ersten Satz. Man hat das in den letzten 3 Spielen gesehen. Sie machte mehr Fehler als zu Beginn des Matches. Wenn die Kraft einen verlässt, dann verlässt dann auch die Konzentration. Und Fehler sind dann die logische Konsequenz. Das Match ist natürlich noch nicht vorüber. Auch vor 3 Wochen in Flushing Meadow war es so. Erster Satzgewinn mit 6:3 für Steffi Graf, den gewann Sabatini den zweiten 6:3. Ehe dann Steffi den dritten klar mit 6:1 an sich brachte. Quiet, please. Thank you.
들어주세요. 감사합니다. Knapp im Haus dieser Ball. Das haben die deutschen Schlachtenbummler auf den oberen Rängen anders gesehen, aber die Entscheidung war korrekt. Das erste 0:0-Spiel für Gabriela Sabatini. Die 1:0-Führung im zweiten Satz. Gabriela Sabatini begann im Übrigen mit 7 Jahren Tennis zu spielen, Steffi schon mit 4. Die Argentinierin war die jüngste Spielerin, die jemals den Orange Bowl, also das berühmte Jugendturnier in Florida, gewonnen hat, im Alter schon von 13 Jahren in der Kategorie der Mädel bis 18. Ihren ersten großen Durchbruch war 1985 in Hilton Head, wo sie 3 der ersten 10 der Weltrangliste überraschte, Sina Gerson, Pam Shriver und Manuela Maleeva, und wo sie als 14-Jährige das Finale erreichte, ehe sie dann Chris Evert unterlag. Chris Evert war übrigens auch hier am Start, verlor äußerst überraschend in der 3. Runde gegen die Italienerin Raffaella Reggi. Ass Nummer 2, dieser Aufschlag nicht so hart, aber dafür genau platziert. Viele haben geglaubt, dass der Ball noch die Linie berührt habe. Er wird ausgegeben. 40-30 nur noch. Aber jetzt das Spiel. 1 beide. Thank you.
Der Sitz, der zweite. 15-0. Ein Returnfehler in diesem dritten Spiel des zweiten Satzes. Vielleicht etwas zu hastig. Zu sehr darauf bedacht, schnell den Punkt zu machen. Und das zweite Ass von Gabriela. 2:1 Führung für sie. Sabatini leads 2 games to 1. Das Stadion füllt sich immer mehr. Jetzt schätzungsweise 9000 Besucher. Unter den Ehrengästen ist Willi Daume, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der Bundesrepublik Deutschland, der die Medaillen anschließend überreichen wird. Und soeben hat auch der Präsident des IOC, Juan Antonio Samaranch, die Ehrentribüne betreten. Das mag ein Indiz dafür sein, welchen Stellenwert man Tennis im olympischen Programm hier und in Zukunft beimisst. Noch steht ja nicht fest, ob auch in 4 Jahren in Barcelona um olympisches Goldtennis gespielt wird. Da wird eine IOC-Kommission im nächsten Jahr beraten. Aber dieses erste Turnier nach 64 Jahren Abstinenz war ein Erfolg, das kann man jetzt schon sagen. Vor allem das Dameneinzel und das Herrendoppel brachten die Weltspitze hier zusammen. Und das wird die olympische Zukunft sicherlich erhellen. Auflag Steffi Graf beim 1:2 Rückstand im zweiten Satz. Den ersten hat sie mit 6:3 gewonnen. Eine kurze, unterschnittene Rückhand. Thirteen, 15.
Ein brillanter Return und dann dieser Rückhand Longline, der schlägt. Vermutlich der einzige, der Steffi Graf schlagen kann. Steffi Gomm. Natürlich birgt ein Stoppball auch immer ein Risiko, aber ihre Position auf dem Platz war gut, um ihn anzusetzen, Meter vor der Grundlinie. Falsches Feld. Gut. Gabriele Sabatini geht nochmal an die Stelle hin, wo er aufgekommen ist. Ja, es gibt hier keinen Abdruck, den man kontrollieren kann, obwohl es da auf diesem gummiartigen Belag Abdrücke gibt. Hier schauen wir nochmal die Zeitlupe. Das ist die hintere Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus dieser Perspektive das genau erkennen kann. Hier die Attacke von Sabatini. Tja. Wie dem auch sei, der Ball wird gut gegeben. 2:2 und erster Punkt im fünften Spiel für Steffi Graf. Zwei harte, lange erste Aufschläge und hier der Vater kurz im Bild gewesen, Osvaldo Sabatini. Ein bisschen Zweifel im Gesicht bei Steffi Graf. Aber auch hier bleibt es bei der Entscheidung. 40-30.
setzt Steffi Graf ihren vollen Schwung ein. Einstand. Das ist nicht schiere Kraft, das ist auch eine hundertprozentige Bewegung. Aus. Die erste Break-Möglichkeit im zweiten Satz. Nun der zweite Aufschlag. Was wird sie nun machen? Risiko. Ja. Und wieder werden im Tennisstadion deutsche Fahnen geschwenkt. Die Zeitlupe, der kurze Ball und dann geht sie auf Nummer sicher, platziert ihn präzise. 3-2 Führung. Jetzt bin ich auch bereit, einige Wetten auf Steffi Graf anzunehmen. Ich hatte meine Zweifel bekommen im Verlauf des Turniers, vor allen Dingen nach dem Viertelfinale gegen Larissa Savchenko. Da wirkte Steffi müde, ausgebrannt, aber hier hat sie noch einmal ihre Kräfte mobilisiert. Ein Sprechchor-Wettbewerb, Steffi contra Gabi. Seats quickly, please. Thank you. Aber die Argentinierin kann schon zufrieden sein. Eine Medaille hat sie für sich und für ihr Land sicher. Die erste Medaille seit 1972, seit den Spielen in München. Vielleicht schaffen die Argentinier es ja noch eine hier. Sie sind im Volleyball-Wettbewerb der Herren noch vertreten im Spiel um Platz 3, also um Bronze gegen die Konkurrenz aus Brasilien. Aber zurück zum Tennis. Alle Vorteile nun für Steffi Graf. 3-2 Führung im zweiten Satz und eigener Aufschlag. Bemühungen der Gabriele Sabatini nicht von Erfolg gekrönt. 15-0. Parallel zum ersten Satz, da war es umgekehrt. Break vorne hatte die Argentinierin, dann Rebreak. Jetzt schon zwei Chancen. Gespielt aus der Position heraus einen Stopp. Mein je. Aber immer noch Breakchance für Sabatini.
war Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Hier die Chance. Sie hat gesehen, dass Gabriela sich auf die Vorhandseite kaprizierte. Nach 15:40 nun ein Start. Ich glaube, der Angriffsball von Gabriela Sabatini war schon im Aus. Aber Steffi lässt keinen Zweifel darüber. Passiert erfolgreich. Vorteil und Spielball zum 4:2. Kämpferisch großartige Leistung der 19-jährigen Brühlerin. 4:2 Führung im zweiten Satz. Das olympische Gold rückt immer näher. Der Countdown kann weitergehen. Noch 2 Spiele, 8 Pünktchen. Es geht weiter. Ärgerlicher Blick hinüber zum Linienrichter. 15 Love. Hier die beiden Vorhandschläge. Der zweite, der dann unerreichbar ist. 15-0. Das dritte Ass. Ausgetrickst mit dem zweiten Service. Die Deutsche hatte die Vorhandecke aufgemacht. Ball auf der Linie. 1:0 Spiel, nur noch 3:4. Es bleibt bei den 8 Punkten, die Steffi Graf noch fehlen. Vielleicht macht sie diese 8 Punkte mit eigenem Service. Und wenn sie es immer durchbringt, dann hat sie olympisches Gold. Die Spannung steigt natürlich jetzt. Beiden Spielerinnen sitzen auf den Bänken. Sie wirkt schon ein bisschen müde und wenn Sie mir diesen doch ungalanten Vergleich gestatten, wie ein angeschlagener Boxer vielleicht, der aber immer noch gefährlich ist mit einem Punch. Find your seats quickly, please. Thank you. Time. Maipa nun wieder, da die Spielerinnen den Platz betreten. Heute nicht so warm wie an den Vortagen. Und zum Glück auch lange nicht so windig. Das fördert die Kontrolle bei den Schlägen. Das hat man auch bei Steffi Graf gesehen. 8 Pünktchen noch, 2 Aufschlagspiele muss sie durchbringen, nur noch 2. Serviert jetzt gegen die Sonne.
Wieder eine umstrittene Entscheidung, das war der Return, aber auch der wird gut gegeben. Der Linienrichter hinten an der Grundlinie nun einige Male im Zeichen der Kritik. Ast Nummer 3 auch jetzt für Steffi Graf. Jetzt sind es nur noch 7 Punkte. Stefanie, vielleicht geht es ein bisschen zu vorsichtig. Oh. Herr im Himmel. Hier nochmal die Zeitlupe und ganz auf Nummer sicher gehen, war ein bisschen Glück dabei. Den Atem. Tschüss. Schauen wir noch mal hin. Auch von Gabriela Sabatini eine große kämpferische Leistung. Einstand. Setzt die 10.000 Koreaner ins Staunen. Schauen Sie, Gabriela Sabatini, zwischen den beiden, die dort so in der Schlag, den Yannick Noir populär gemacht hat, der auch Boris Becker kann. Und wieder der Lob, diesmal zu lang. Erneut Breakchance, Jubel bei Gabriela Sabatini. Thank you.
Diese Angelegenheit bekommt nun Raffinesse neben der doch großen Spannung. Jetzt Spielball zum 5:3. Insgesamt fehlen noch 5 Pünktchen. Auch das war knapp. Entsetzen bei den argentinischen Fans. Vorteil Steffi Graf. Zweiter Spielball. Ein Kampf jetzt. Tschüss. Inzwischen auch ungewohnte Laute auf dem Tennisplatz. Ein Baby schreit zeitweise. Jawohl. Spielball Nummer 3. Die Zeitlupe. Konzentration, sich zum Ball richtig stellen und punkten. Das 5:3 ist da. Graf leads 5 games to 3. Das Zittern geht weiter. Es sind noch 4 Punkte. Mal sehen, wie Gabriela Sabatini den Verlauf dieses 8. Spieles verkraftet. 2 Breakchancen hatte sie. 1 Stunde und 19 Minuten sind gespielt. Ein merkwürdiger Aufschrei. Weiß ich, war es der Netzrichter oder einer aus dem Publikum? Oder war es Fußfehler? Love 15. 0:15. Noch 3. Wenn man müde ist, fällt einem durch ein Schmetterball immer schwerer. 0:30, Daumen halten, noch 2 Punkte fehlen, Steffi Graf.
15-13. Ein einziger Punkt fehlt noch zum olympischen Gold. Ein einziger. Steffi, noch einmal konzentrieren. Noch ein einziges Mal. In diesem Jahr. Sie gewinnt nach dem Grand Slam auch nun das olympische Gold nach einer Stunde und 22 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:3 über Gabriela Sabatini. Und nun läuft sie, das ist schon Tradition, hinüber zu ihrem Vater, der, das muss man immer wiederholen, sie behutsam aufgebaut hat, an die Weltspitze geführt hat. Umarmung mit dem Teamchef, den Bundestrainer Klaus Hofsäß, und nun strahlt Peter Graf natürlich. Was gibt es im Tennis noch mehr zu gewinnen als den Grand Slam, die vier großen Profiturniere und dann Olympia? Natürlich eine enttäuschte Gabriela Sabatini, so enttäuscht wie nach dem Finale von Flushing Meadows, aber sie hat Silber, sie hat sich hier ausgezeichnet verkauft, sie hat alles gegeben, was sie noch hat. Sie gewinnt eine Silbermedaille für Argentinien, die erste Medaille seit 16 Jahren. Die 11. Goldmedaille für die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland holt also Steffi Graf. Ladies and gentlemen, here is the result of women's singles final on center court. Steffi Graf from Federal Republic of Germany defeated Gabriela Sabatini. Ja, es wird hier alles jetzt vorbereitet für die Siegerehrung. Das wird natürlich noch einige Minuten in Anspruch nehmen. Da werden Podeste hineingetragen, rote Teppiche ausgerollt werden. Und hier sehen wir noch einmal den Matchball. Und bezeichnenderweise schließt sie ihn ab mit ihrer berühmten Vorhand. Und da ist, ja, so gelöst habe ich sie in dem Jahr nach einem Gewinn eines großen Turniers noch nie gesehen.
dran. Ein weiterer Läufer nach hinten. Dann geht es zu dem Spielereingang. Es kommt. Für Sie ein erhebender Augenblick, Siegerehrungen mit Podesten oder auf Podesten mit Medaillen erlebt man im internationalen Tennis nicht. Da gibt es Schecks und Pokale. Hier war es ja so, dass die... Ich bin ganz sicher, ein einzigartiger Augenblick für Steffi Graf und die Umarmung von Willi Daume. Die erste deutsche Medaillengewinnerin für Deutschland im Dameneinzel. Ihr gehört jetzt der Jubel. Und Medaille d'argent, the silver medalist, Gabriela Sabatini, Argentina. Und ebenso starker Jubel für Gabriela Sabatini. Lächel doch mal, Gabi. Es gibt mit Sicherheit viele Tennisspielerinnen in der Welt, die einmal auf dem Treppchen stehen müssen und Silber umhängen haben. Gina Garrison, the United States of America. Manuela Malina, Bulgaria. Nach Gold im Doppel, nun Bronze im Einzel für Sina Garrison, Spielerin aus Houston in Texas. Und Bronze auch für Manuela Malieva aus Bulgarien. Manuela Malieva, Bulgaria. Das wird dem Tennissport in Bulgarien vielleicht Auftrieb geben. Und nun gleich die Hymne. Gwangjung 여러분, 독일 연방공화국의 국가가 연주되겠습니다. 국기를 향해 경의를 표해 주시기 바랍니다. L'hymne national de la République fédérale d'Allemagne. The National Anthem of Federal Republic of Germany.